Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es mal wieder ein Speedbild. Und ich glaube, wir legen einfach mal direkt los. Zuallererst muss ich aber tatsächlich sagen, ja, ich bin eigentlich nicht so zufrieden mit dem Speedbild. Weil irgendwie bin ich die ganze Zeit hin und her gehopst. Es ist halt ein Gemeinschaftsgrundstück. Also ich meine, obendrauf sind Apartments. Also ich möchte euch das ganz kurz beiklären. Also unten ist halt quasi ein Fitnessstudio, soll es auf jeden Fall sein. Und oben sind dann zwei Apartments. Aber ja, irgendwie, also ich habe bisher nur das Fitnessstudio quasi eingerichtet und wenn ihr möchtet, können wir auch gemeinsam dann die Apartments noch einrichten. Ja, ich bin auf jeden Fall ganz wie hin und her gehopst, das hat mich schon wieder ein bisschen gestresst, ich sag wie es ist. Also es ist jetzt wahrscheinlich nicht das schönste Speedbild zum Ansehen, aber ich möchte mit euch reden. Deswegen hat sich das auf jeden Fall ganz gut angeboten. Ja, meine Cam hat gerade auch schon wieder Probleme gemacht, weil jedes Mal, wenn ich das Speedbild quasi angefangen habe, weil ich möchte mir das ja selber auch nochmal angucken, dann ist meine Kamera einfach gefreezt. Also es ist einfach großartig hier. Also ich weiß auch nicht, was schon wieder hier abgeht. Aber es ist schon okay. Also, wie gesagt, ich möchte mit euch reden. Meine Ausbildung beginnt tatsächlich an dem Tag, wo ihr dieses Video hier seht. Also beziehungsweise an dem Punkt, wo es online geht. Ich weiß, dass viele immer ein paar Tage später erst die Videos sehen. I see you und ihr seid trotzdem auch sehr, sehr wertvoll. Also das möchte ich auch nochmal dazu sagen. Es ist einfach gerade viel, okay? Ja, das haben wir übrigens nicht im Stream gebaut, falls jemand fragen sollte, weil ist ja immer so eine Sache. Eigentlich würde ich das im Stream bauen, aber zu dem Zeitpunkt, ich hatte lieber Lust, Not to Berry zu streamen. Und dann dachte ich mir so, ich brauche aber noch ein Video und ich wollte das unbedingt machen. Ich hatte so diese Inspo, das hier zu machen. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, das dann halt eben privat zu bauen und dann aufzunehmen einfach. Hat alles seine Vor- und Nachteile, ne? ja, also wie gesagt, meine Ausbildung fängt an. Ich weiß noch gar nicht so genau, inwiefern das jetzt irgendwie einen Unterschied machen wird zur Content Creation. Ich werde mir vermutlich im Laufe der Ausbildung jemanden suchen, der dann auch eventuell das Schneiden meiner Videos übernimmt. Aber ich muss dann halt erst warten, bis ich dann meinen BAföG bekomme, damit ich diese Person dann auch bezahlen kann, weil ich würde mich richtig schlecht fühlen, wenn ich die Person nicht bezahlen könnte. Also es wäre auch ein bisschen illegal, glaube ich, wenn ich jemanden für mich arbeiten lasse, der, ja, eben dann kein Entgelt bekommt, ne? Das wäre natürlich ein bisschen doof. Und ja, ich bekomme halt Aufstiegs-BAföG, weil ich mache ja die Erzieherausbildung. Und die ersten 2 Jahre sind ja schulisch und da bekommt man ja sonst kein Geld. Und mittlerweile ist es ja so, dass man halt eben dieses Aufstiegs-BAföG beantragen kann als Erzieher. Und ja, ne, also ich hoffe, dass das halt relativ schnell geht und so, weil ich weiß auch genau, ich würde zum Beispiel mehr streamen, wenn ich eben einen Cutter hätte, weil ich einfach mehr Zeit habe. Jetzt gerade, ich würde voll gerne mehr streamen, aber ich habe einfach gar nicht die Kapazität zeitlich dafür, um das zu machen und dann gerade jetzt auch, wenn dann die Ausbildung eben anfängt, das wird nix, Leute. Das wird nix. Deswegen, ja, hoffe ich halt, dass ich dann, wenn ich dann irgendwann das BAföG kriege, dass ich dann auch schnell dann die Möglichkeit finde, jemanden eben unter meine Fittiche zu nehmen, dass die Person dann irgendwie meine Videos schneiden kann. Weil, ja, ich möchte trotzdem natürlich den Output behalten. Ich versuche mein Bestes, dass trotzdem immer 2 Videos kommen. Die Videos sind auch immer noch die Priorität. Der Stream, den werden wir dann wahrscheinlich auch nicht mehr auf Sonntag setzen in Zukunft. Also je nachdem, wie es mir dann nach der Ausbildung geht. Also nach dem Tag dann immer jeweils. Weil es kann natürlich sein, dass ich das unendlich anstrengend finde und jeden Tag erstmal einen Nap machen muss, wenn ich nach Hause komme. Oder aber es kann halt sein, dass ich dann immer noch genügend Energie zum Beispiel für einen Stream oder so hätte. Weil dann würde ich mir nämlich den Sonntag für mich zurückholen, dass das quasi kein Arbeitstag ist, sondern dass das eben ein Erholungstag für mich ist. Das wäre wahrscheinlich besser dann. Also deswegen, ja, muss ich dann mal schauen, wie wir das dann irgendwie alles regeln. Wie gesagt, ich hoffe halt, dass das dann, dass das BAföG dann relativ schnell durchkommt, weil es ist ja immer so eine Sache. Ich weiß, dass manche Leute irgendwie 6 Monate oder so darauf warten, dass dieser Antrag durchkommt. Also da freue ich mich auf jeden Fall jetzt schon drauf, Leute. Das stelle ich mir sehr großartig vor. Also
gibt bestimmt nichts Besseres auf der Welt, als darauf zu warten. Ja, wie gesagt. Und also wenn irgendjemand von euch Interesse hat, ne, hit me up. Wir können in ein paar Monaten dann vielleicht darüber reden. Also die Videos sollen vom Stil übrigens dann trotzdem halt so bleiben, wie sie halt bisher sind, weil that's me. Es passt halt irgendwie am besten auch zu der Art und Weise, wie ich meine Let's Plays mache. Deswegen fände ich es jetzt irgendwie komisch, wenn dann da so ein ganz anderer Stil kommen würde. Genau, also es kann halt sein, dass sich jetzt so ein bisschen was ändert, ne? Wie gesagt, ich versuche trotzdem, dass zwei Videos die Woche kommen. Kann es aber natürlich nicht versprechen, ne? Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie sehr wird mich die Ausbildung mitnehmen. Was ich mir halt eher vorstellen kann, ist aber, dass halt dann mal eben Streams dann eher ausfallen und so. Aber ich glaube, da hat auch jeder Verständnis für. Genau, apropos Stream. Manche haben das ja nun vielleicht noch gar nicht so unbedingt mitbekommen. Ich streame auf Twitch seit, ich glaube, 4 Monaten oder so. Und ich habe A, einen VOD-Kanal, wo alle meine Streams online gehen. Und B, ja, streame ich halt auf Twitch. Zurzeit immer sonntags, aber keine Ahnung, ändert sich ja vielleicht. Deswegen schaut auf jeden Fall gerne rein, wenn ihr noch nicht reingeschaut habt. Because we have a good time. Und an diesem Sonntag werden wir wahrscheinlich auch Insol spielen, also die Charaktererstellung von Insol, weil es kommt ja für die Gamescom, wird es halt ein paar Tage lang quasi anspielbar sein. Und nach dem Sonntag ist diese Preview dann quasi vorbei. Deswegen dachte ich mir so, könnte man ja dann sich das mal ansehen, weil ich bin schon interessiert auf jeden Fall. Bin noch nicht ganz überzeugt von dem Spiel. Ich sag, wie es ist, also das, was ich bisher gesehen habe. Aber ich möchte es mir trotzdem ansehen, weil es mich schon interessiert auch, ne? Und ich glaube, manche von euch haben da vielleicht auch Interesse dran. Deswegen sich das gemeinsam mal ansehen ist ja vielleicht mal ganz cool, ne? Also wie gesagt, wir chillen da immer ganz viel in den Streams. Es ist echt eine ganz cozy Umgebung, würde ich sagen. Deswegen, manchmal ist es auch einfach chaotisch. Aber das seid ihr aus meinen Let's Plays ja wahrscheinlich auch gewöhnt. Also, es ist eigentlich genau dasselbe, nur dass ich halt, ja, keine Schnitts zwischendrin habe und deswegen Sachen sage, die gar keinen Sinn ergeben, weil ich einfach nicht wirklich, ja, ne? Also in meinen Let's Plays wirklich, ich sitze da teilweise dann in meinem Satz 2 Minuten, bis ich dann das Wort gefunden habe, was ich sagen möchte. Und das kann ich in meinen Streams nicht machen. Deswegen sage ich dann irgendwas, was gar keinen Sinn ergibt. Und dann bin ich so, Hilfe, warum sage ich sowas? Aber ja, that's me. Also, ne? Ist schon okay. Ich bin ja gerade auch zum Beispiel auch dabei, ich weiß, das dauert noch eine Weile und so, aber dass ich da vielleicht irgendwann mich für den Affiliate-Status bewerben möchte. Das fände ich ganz toll. Ich meine, ich habe ein bisschen Angst davor, dann Gewerbe anmelden zu müssen und sowas, aber it's fine. Das wird alles irgendwie. Hoffe ich. Nein, wir machen das schon alles in Ruhe. Aber, ja, also ich bin aufgeregt und ich hoffe, dass das halt irgendwann der Fall sein wird. Also es ist nicht so, dass ich mir denke, oh, das wird vielleicht dieses Jahr noch was und hier und da. Nein, also ein bisschen unwahrscheinlich. Aber es ist okay. Also wenn ihr mich unterstützen wollt dabei, dann schaut, wie gesagt, gerne in meinem Stream vorbei und lasst ein Follow da. ansonsten, wenn ihr hier auf diesem Kanal neu seid und euch gedacht habt, wow, diese Frau redet ganz komische Sachen in ihren Videos. Ich möchte dranbleiben. Also, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid, dann wird euch mein restlicher Content auf jeden Fall auch interessieren, würde ich sagen. Deswegen, Leute, abonniert mich doch gerne. Ich weiß, ich bin ja eigentlich nicht so der Typ, der jetzt die ganze Zeit so sagt, hier und abonnieren und liken und blablabla. Ne, bin ich ja gar nicht so der Typ für, weil ich möchte, dass man das halt freiwillig macht. Aber wir sind gerade Road to 600, ne? Auf YouTube auch. Und da wäre es natürlich auch cool, wenn wir früher oder später auch da halt eben die Monetarisierung anschalten können. Aber das wird auch einen Moment dauern, vermutlich. Denn
bis wir das machen können, weil wir brauchen 1000 Abonnenten und 4000 Wiedergabestunden in 12 Monaten. Und da sind wir jetzt natürlich jetzt noch nicht ansatzweise dran. Aber wie gesagt, also wenn ihr mich in irgendeiner Form unterstützen wollt, schaut einfach meine Videos, schaut meine Streams. Und dann früher oder später, entweder es klappt oder es klappt halt nicht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt dir denke, oh nein, wenn es gar nicht klappt, dann bin ich todtraurig oder so. Also ich meine, ich mache das hier seit 10 Jahren insgesamt. Also ich hatte früher noch einen anderen Kanal. Ich mache seit 10 Jahren YouTube-Videos und habe noch keinen Cent verdient. Und das ist okay so. Es ist meine Leidenschaft, ne? Aber trotzdem, wenn man so ein bisschen entlohnt werden würde, wäre das natürlich auch cool. Deswegen, ich möchte einfach nur sagen, dass das halt eben nett wäre, wenn ihr mich jetzt sowieso mögt, dass dann einfach eben noch mehr Support irgendwie da so mit reinspielen würde. Also, you know, wenn ihr jetzt so ab und zu reinschaut, dass ihr dann vielleicht denkt, hey, vielleicht schaffe ich es ja auch öfter oder so. Ich persönlich zum Beispiel bin auch in letzter Zeit, wenn ich meine Videos schneide oder so, lasse ich immer irgendwelche Streams irgendwie im Lurk offen oder so. Ich halte die dann auch stumm und so, weil es lenkt mich sonst ab, aber trotzdem zählt das ja dann als Support. Also du wirst als Zuschauer gegolten und so. Und also es hilft einfach. Also selbst wenn ihr dann vielleicht nicht unbedingt die Zeit habt, direkt irgendwie am Chat teilzunehmen zum Beispiel oder so, kommt trotzdem gerne vorbei. Ich freue mich über jeden, der da ist. Und ja, ne? Also das gilt bei meinen Videos natürlich auch. Also ich freue mich über Kommentare, sehr sogar. Aber wenn ihr nichts schreiben möchtet, ist das total in Ordnung für mich. Also, ne? Allein, dass sich das hier überhaupt Leute geben, macht mich schon sehr glücklich, ne? Deswegen, it's fine for me. Okay, mehr habe ich dazu jetzt, glaube ich, erstmal gerade gar nicht zu sagen. Das Speedbit ist auch gleich durch. Danach werde ich noch einen kleinen Rundgang machen, um euch nochmal genau zu zeigen, wie das alles aussieht, weil das natürlich manchmal auch ein bisschen schwierig ist, das so im Speedbild alles wahrzunehmen und so, weil man halt die ganze Zeit hin und her hopst, ne? Und dann, ja, ich habe auch ein paar Sachen rausgeschnitten und so, weil ich wirklich lange teilweise, ne? Ich habe aber, glaube ich, auch ein paar Stellen übersehen, wo ich halt einfach nur so rumstand, weil ich habe halt nebenbei auch einen Stream geschaut. Da habe ich aber aktiv am Chat teilgenommen, by the way. Weswegen ich dann wahrscheinlich halt auch einfach dann zwischendurch so ein Standbild hatte. Aber ja, es ist okay. Wir werden es überleben, Leute. Ich hab mich jetzt zugelabert und damit kommen wir jetzt auch klar. Ja, also. Ich habe einfach gar nicht über das Bild geredet, ne? Naja, Dinge passieren. Ich wollte einfach mit euch plauschen und ich hoffe, das ist auch mal in Ordnung für euch. Aber ja, wir hüpfen jetzt mal ganz kurz ins Spiel und dann sehen wir uns oder so. Ich habe das Ganze wie so oft in Newcrest gebaut. Ich dachte gerade kurz, es ist weg. Aber nein, es ist right here. Sieht von der Karte aus schon echt nicht so schön aus. Aber ich verspreche, es ist ein bisschen besser im normalen Modus. Und wie ihr seht, es ist ein bisschen gedreht tatsächlich. Ich habe nochmal was dann offscreen tatsächlich geändert, also das ganze Grundstück gedreht, weil ich dachte, das wäre das vordere Grundstück, aber nein, von hier aus ist tatsächlich das vordere Grundstück. Das ist sehr nervig gewesen, deswegen habe ich das nochmal ein bisschen abgeändert. Also von außen finde ich es eigentlich echt ganz okay. Wie gesagt, ich bin nicht so der größte Baumensch, aber für das, was es ist, bin ich eigentlich recht zufrieden. Ja, also wenn man reinkommt, ja, dann ja, kommt man eben hier, wie gesagt, in dieses Fitnessstudio. Finde ich eigentlich ganz nett, ne? Also es ist halt relativ klein, aber auch. Und hier hinten ist noch dann so ein Yoga-Zeugs. Weil ich das halt sehr viel benutze auch und so. Deswegen dachte ich, ist es sowieso vielleicht sinnvoll, sowas halt unter den Apartments zu haben, wenn man dann mal spielen würde oder so. Mir ist bewusst, dass die Sims das dann nicht offiziell so als Fitnessstudio benutzen. Aber wenn man wenigstens dann so tun kann, ist es ja schon ganz cool. Hier sind dann natürlich auch öffentliche Toiletten und Duschen. Ist alles Unisex, ist doch klar. Ja, und dann ist hier eben unser Flur. Und dann ist hier das erste Apartment. Ich habe die Floorplans mal außen vor gelassen. Wie gesagt, entweder nutzen wir das dann und
werden die beiden Apartments dann auch in dem Video einrichten. Oder ich mache das offscreen, wie ihr das halt möchtet. Weil ich werde das Grundstück erst hochladen, wenn ich die Apartments eingerichtet habe. Das ist das zweite Apartment. Ich habe jetzt hier in den Fluren auch nur diese Müllschlucker gepackt, weil sonst müsste man bis ganz nach unten laufen, um die Sachen wegzuschmeißen. Das wäre ein bisschen unnötig, deswegen dachte ich, ist das vielleicht sinnvoll. Das sind diese aus City Living, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ich habe versucht, auch zwei verschiedene Floorplans zu machen. Einfach damit es ein bisschen mehr Varietät reinbringt. Ansonsten habe ich versucht, dass man draußen auch einiges unternehmen kann. Hier unten ist zum Beispiel so dieser Wasserballoneimer und dieses Hüpfekästchen-Ding. Basketball kann man hier spielen. Hier ist so diese Wassermatten, Schaukeln. Ich habe hier sogar diesen Picknickkorb platziert auf den neuen Techtelmechtel-Picknickdecken, weil das tatsächlich funktioniert und ich dachte, das wäre halt richtig süß. Landscaping habe ich jetzt halt auch nicht so viel gemacht, ne? Es hat hauptsächlich ja betoniert, sage ich mal. Und hier ist eben noch so eine kleine Ecke mit einem Grill und einer Bar. Und das war auch schon alles für heute. Wie gesagt, sagt mir, ob wir das dann in einem Video machen sollen oder ob ich das privat machen soll. Und dann entweder sehen wir uns dann damit irgendwie demnächst wieder oder ich lade es halt dann irgendwann einfach in die Galerie hoch. We will see. Noch ist es auf jeden Fall nicht da. Ihr könnt mir gerne eure Meinung zu dem Ganzen sagen. Ihr könnt auch gerne darauf eingehen, worüber ich so geredet habe. Freue ich mich sehr drüber. Und wie gesagt, selbst wenn ihr nichts schreiben wollt, freue ich mich, dass ihr da seid. Wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!